der was kaputt? Ist der cool? Macht hier auf dicke Hose, wenn er so ein Stück Holz durchbrechen kann. Da in der Mitte. Jetzt kommt bestimmt irgendwas mit den verschiedenen gefährlichen Flüssen. Sehen. Liang bei Liangs Refugium an der singenden Teichen. Okay, machen wir glatt. Stinkt hier. Ist da drüber? Was werde ich jetzt hier? Wieder ein Frosch? Oder gar nichts? Ist ja langweilig. Doofer See. So, jetzt muss da wieder hochlaufen, wieder hochlaufen. So typisch, die können doch einfach sagen, dass ich ein bisschen abnehmen soll. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, was ich für einen Beruf hier lernen will. Wahrscheinlich mache ich Lederer, passt ganz gut zum Jäger. Und ich kann mir immer noch ein bisschen Ausrüstung nebenher schnitzeln. Ich finde die Sonnenperle, ich krieg 9 Brust mit 7 mehr Verteidigung, sehr schön. Knifflige Lektion, tötet 6 Wasserkneifer, das sind bestimmt diese Storchverschnitte da. Was gibt's denn da drin? Was im Start hier? Nicht wirklich. Oh, Wasserkneifer, das sind so Wasserläufer. Interessant, krieg ich den von hier oben? Das wäre mies. Das lädt immer noch auf. Der kann hier gar nicht so. Ah, okay, der kann wenigstens zurückschießen. So, der nächste Wasserkneifer, komm her. Da ist noch einer. Der Zauber ist noch nicht bereit. Boah, der verbrennt mein Fell. Ist jetzt hier auch irgendwo diese Perle? Sonnenperle ist da hinten, ja. Okay. Die sehen aber auch komisch aus. So Wasserläufer. So, zum Leveln geht's bisher doch ganz gut eigentlich. Ein noch von diesen komischen, zwielichtigen Viechern. Schildi, greif an. Ah. Okay, haben wir alle. Dann gehen wir auf die Suche nach dieser Silberperle. Ist jetzt hier unter Wasser, muss ich da tauchen. Könnte ich bitte wieder ein Stinktier sein? Da ist es bewacht. Ist bewacht von so einem Wurm. Meine Schildi zieht gut Aggro. Sehr schön. Perle haben wir. Das looten wir noch. Was ist das? Ein Mantarochen. Stachelrochen. Ich will weg, ich will weg. Auf, aus dem Wasser. Jetzt wieder Storchen. Kraniche. So, Dele. Müssen wir hin. Was ist das für ein Tier? Aber wenn ich jetzt bestimmt zum nächsten Bauernhof muss, kann ich hier mit dem Faul, wie ich bin, mitfahren. Das ist ja echt geschickt. Der alte Liang, Sonnenperle. Praktisch kann ich wieder beides hier abgeben. Muss ich diesmal nicht wieder hochlaufen. Langsam könnte ich mich dran gewöhnen. Jetzt kriege ich neue Brustrüstung. Das Leben sollte genossen. Gleich anziehen. Nächste Quest beenden. Überredet Chu den Geist des Wassers zu einem Spielchen. Familie, ich will nicht Freunde, mit dem Geist des Wassers spielen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Oh je, da ist so einer. Was ist der? Dampfgeist. Okay, der will mir nichts. Der will mir. Okay. Was war das jetzt? Bin ich jetzt hier im Teich der Reflexion? Ja, bin ich. Und wo ist jetzt dieser Schuh Geist des Wassers? Hervorlaub. Ah, ich kann auf eine Rose tanzen.
Wasser wandelt in 5 von Schuss Wasser. Okay, ist die ist ne. Ich muss jetzt hier in so ein Ding da reinlaufen oder was? Huhuhu. Geht ab. Was ist das nächste? Ich will wieder auf. Boah, ich war zu spät wohl. Sieht aus wie dieses Feuerding, nur dass er in Wasser ist. Puh. Okay. Und noch zweimal haben wir es geschafft. Katapultieren mit Wasser. Und gleich nochmal hier, weil es so schön war. Und fertig. Bisschen raus. Ja, war schon spaßig. Mein Freund? Naja, würde ich jetzt nicht behaupten, aber sei es drum. Lieber Freund als Feind. Krieg ich neue Hände, mehr Rüstung. Top. Das sieht man mal gern. Gleich anziehen. Sprecht mit Hi auf dem Dailo-Bauernhof. Ein Karren wartet nahe der Straße. Ah, mein Lieblingsquest. Kann ich jetzt hier. Ja, war ja klar. Jetzt kommt mein Lieblingsquest. Faul im Karren sitzen. So gefällt mir das. Da ist er. Hallo und rein. Ja, der begleitet mich jetzt oder was? Ja, fahr los. Die müssen laufen oder was? Hier ist noch ein bisschen Platz im Karren. Eine arme Schildkröte und das komische Wasserelement oder Wassergeist. La la la. Ah ja, so gefällt mir das. Bisschen die Landschaft angucken. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Bald sind wir da. Mal sehen, was uns da erwartet. Level 6 sind wir schon. Ah, oh, bald schon wieder Level 7. Geht ja ab und dann lassen die schon wieder Drachen steigen. Karottenfelder. Überdimensionale Karottenfelder. Gut, wir sind auf dem Bauernhof. Oh, einfach rausgeschmissen. Der hätte mich ja auch noch bis nach davor mitnehmen können. Heiliges Blechle, hey. Warum wacht er nicht auf? Boah, keine Lust wahrscheinlich. Ich schlag doch mal gegen den Gong, dann wacht er vielleicht Schön, auf. dich zu sehen. Töte 10 Schädlinge. Machen wir glatt. Jetzt noch ein Quest, vielleicht können wir das gleich wieder verbinden. Also echt schön hier. Was ist da drüben? Kürbisse? Oder was ist das? Karotten und irgendwelches anderes Gemüse. Belassen wir es dabei. Beschafft 3 ausgegrabene Rüben, 3 gestohlene Karotten und 3 stibitzte Kürbisse, also doch Kürbisse. Schwiedene Hose, habe ich nicht erst eine Hose Möge euch die gekriegt. Leben Aber gestatten. gut. Dann auf geht's. Ah, okay, das sind diese Viecher hier. Kommen hier direkt Gehört die dir anderen etwa Pandas zur an Hilfe. hier? Ist ja geschickt. 10 Kupfer. Was ist das für ein Viech? Da hinten ist eine Karotte. Kupfer, Kupfer. Was ist das? Da ist eine Karotte. Die wird verteidigt von dem oder was? Gestohlene Karotte. Naja, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Da zieht sie mich nicht wirklich rein.
Sind noch woanders Karotten? Bin ich jetzt blind? Oder war das jetzt so ein Winken im Zaunfall, dass ich da rein muss, dass die hier lag? Scheint wohl so. Naja gut, hier ist ja logisch, die haben es gestohlen und hier rein verfrachtet. Also gut, dann holen wir uns wieder, da ist schon die nächste Karotte, da ist noch eine Karotte. Ist ja alles beieinander. Da ist eine andere Karotte, warum kann ich sie nicht gleich nehmen? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Kann ich wenigstens die auch gleich. Okay, Karotten habe ich wohl schon alle. Oh, lala. Ja, jetzt mir noch ein Fokus hier. Vier brauche ich noch im Schild, fange ich. Oha, was haben die hier für eine Riesenkarotte? Die züchten wohl. Kann ich überhaupt meine Berufe lernen? Ich sehe die ganze Zeit Bergbau. Zeug kann es gar nicht abbauen. Ah, bezieht sie den ihre Grotte oder was? Das lädt immer noch auf. Die Stimme ist auch irgendwie sehr seltsam von dem Panda. Aber gut. Alles beieinander. Logisch. So, jetzt warte ich mit den Viechern. Ach, wir sind hier hinten wieder rausgekommen. Da ist schon wieder so ein Kupferader. Interessant. Ausgegrabene Rüben ist mir noch da hinten. Okay. So ein Drachen an. Na. Vogelscheuche aufgehängt. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was eilt ihr so? Was eilt ihr so? Ich will fertig werden. Ich bin nicht ewig Zeit. Dann gehen wir mal weiter nach dahinten. Ah, Wagen im Weg. Hier wimmelt es ja nur so von den Viechern. Kein Wunder brauchen die Hilfe. Was ist das da hinten? Pau. Die müssen wir jetzt schon. Ah, haben wir schon alle, ja. Jetzt brauchen wir noch diese Rüben. Die müssten jetzt hier irgendwo kommen. Ausgegrabene Rüben. Den müssen wir dann noch uns entledigen. So, perfekt. Da haben wir noch eins. Hier noch irgendwo eine Rübe. Oder müssen wir das nochmal ein abmurksen? Ah, das ist einer von uns. Sehr schön. Können wir jetzt hier irgendwie friedlich zurücklaufen? Ja, ich versuch's mal. Keine Lust, mich da nochmal durchzuschnitzeln. Schön wieder zwei Quests abgeben. Dann haben wir auch schon unser siebtes Level. Und dann wird es, glaube ich, mal Zeit für eine kleine Spielpause. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder dran bin. Bestimmt eine Stunde. Gar keine Uhr jetzt hier. Geben mal das Gemüse zurück. Was kriegt man dafür? Eine neue Hose. Sehr schön. Und ein Level Up. Yeah. Hände sind schlechter. Die hauen wir mal weg. Auf die zwei Kupfer können wir, glaube ich, verzichten. Hier ist die neue Hose. Plus 6 Rüstungen. Können wir mal hier irgendwo was verkaufen, oder?
Alter, er ist immer noch dran, den Wach zu rütteln, oder was? Schafft den Dailo Pausenhammer bei der Brauerei Kihan. Ja, das nehmen wir noch schon an. Das nehmen wir auch noch schon an und dann heißt erstmal kleine Spielpause. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.